weiter mit dem Hanf? Naja, wir sind gerade, glaube ich, so nah an der Legalisierung wie eigentlich noch nie, würde ich sagen, also ich weiß seit nicht, dem Verbot. Ich habe letztens ein paar Sendungen gesehen, ein ZDF-Info mit Lash, und da klang das ganz anders. Ja, aber schau dir mal die Fakten an. Ich meine, wir produzieren inzwischen schon selber Hanf offiziell für Kranke, das dann auf Rezept verteilt wird. Und meistens hat man ja gesehen in der Welt, wenn das erstmal erreicht ist, dann kommt der Rest eigentlich quasi ziemlich schnell danach. Ich meine, wir haben jetzt demnächst in Kalifornien die Volksabstimmung zur Legalisierung. Die sind ja auch mit medizinischem Marihuana gestartet. Dann wurde es immer einfacher, ein Rezept für Marihuana zu kriegen. Und inzwischen ist es so einfach, dass es eigentlich auch egal ist und man gleich komplett legalisieren kann. Okay, wir sind ja nicht in Kalifornien, wir sind ja in Deutschland. Ja. Was geht denn nächstes Jahr hier ab? Kann ich als Blutdruckpatient Cannabis bekommen? Ja, ich hoffe. Also momentan ist es natürlich nur für ganz schwere Krankheiten und man muss auch schon austherapiert sein mit herkömmlichen Arzneimitteln. Das ist natürlich noch ein Problem, aber ich denke mal, das ist ein erster Schritt, der da gerade gegangen wird. Und ich denke mal, dass wir auch wahrscheinlich nächstes Jahr eine andere Bundesregierung kriegen werden und damit dann wahrscheinlich auch eine andere Drogenbeauftragte. Und wenn die Mortler erstmal weg ist, die ja wirklich so das große Hindernis ist, dann kann man da ganz anders drüber diskutieren. Wie sieht es denn aus mit den Crystal-Geschichten? Crystal breitet sich immer mehr aus. Jo. Die Piraten nehmen auch Crystal in Schutz. Da komme ich ja gar nicht mit klar. Nee, wir nehmen es ja nicht in Schutz. Wir sagen ja schon, dass es eine ziemlich gefährliche Geschichte ist. Aber gefährlicher wird es eben dadurch, dass man es irgendwo auf dem Schwarzmarkt kauft und überhaupt nicht weiß, was eigentlich wirklich drin ist. Ne? Okay. Also wenn man auch das einfach offiziell kaufen kann mit ordentlicher Beratung, wo man dann eben auch nochmal gesagt bekommt, was da so die Gefahren sind, ist das bestimmt sinnvoller, als wenn man es einfach so vom Dealer irgendwo im Park zugesteckt bekommt. Was machen die Piraten, wenn sie ins AGH wieder einziehen sollten zu diesem Thema? Na, wir bleiben dabei. Wir fordern auch in Berlin die Freigabe aller Substanzen, natürlich in allererster Linie mal von Cannabis. Wir fordern Drug-Checking, dass man auch die Drogen vom Schwarzmarkt überprüfen lassen kann, was da für Inhaltsstoffe drin sind und in welcher Konzentration, dass da keine Gifte irgendwie damit beigemischt worden sind. Und wir wollen uns eben für einen vernünftigen Plan einsetzen für die Suchthilfe. Also momentan passiert da zwar einiges, aber relativ ungeplant, und das wollen wir ändern, dass da ein bisschen Struktur reinkommt. Ich bin Simon Kowalewski und ich bin Mitglied der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.